kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Risen, der Radical Rebalancing Mod. So, wir sind hier mal wieder im Banditenlager. Zeig mir deine Ware. Hast du eigentlich noch irgendwas Schönes zu verkaufen? Der hat auch diese Armbrust, die könnten wir jetzt auch tragen. Aber ich könnte auch auf Kapitel 3 warten und dann schauen, was ich mir dann für Armbrüste kaufen kann. So, wir haben noch Sachen, die können wir verticken. Das kann weg. Ja, das Ding, das kann weg. Behalte das erstmal. Vielleicht brauche ich das noch. Denke aber eigentlich nicht. Ja, ansonsten könnte ich jetzt noch Trophäen verkaufen, aber das kann ich auch machen, wenn ich Geld brauche. Was ich aber gucken will, ist, was kann ich mir hier ein schönes machen? Okay, das bringt 20 Mana. Also ich könnte vielleicht doch auf Schlösser öffnen kommen, wenn ich mit zwei von denen mache, ne? Die bringen auch Stärke. Die haben verdammt gute Verteidigungswerte. Ja, ich mach mir mal so ein Ding. Warum nicht? Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu benehmen hast. Ja, das weiß ich. So, wir wollten noch einmal zu Fincher. Die Ruinen sind einfach aus dem Boden gekommen. Der Osttempel ist erschlossen. Sehr gut. Und weiter? Wie ist die Ausbeute? Eher mager. Ich denke, dass ihr mehr erwartet habt. Ich habe es geahnt. Gut, dann werden wir weitersuchen müssen. Was ist mit meinen Männern? Wo ist Danilo? Für die Männer war es kein großes Vergnügen. Sie hatten mit einigen Problemen zu kämpfen. Danilo hat es nicht geschafft. Er wurde im Osttempel getötet. Verdammt. Er war ein guter Mann. Na gut, trotzdem danke für diese Nachricht. Oh, kein Ding. Kein Ding. So, ja, dann könnten wir eigentlich mit der Romanov-Quest auch weitermachen. Schätze suchen gehen. Was willst du hier? Nichts. Ich möchte eigentlich nichts hier. Ich könnte mir vorstellen, dass diese selbstgeschmiedeten Schwerter, ne, die man nur, also wo man die Teile nur in den Truhen findet, dass die ziemlich gut sind. Deswegen wäre das eigentlich auch interessant. Was haben die denn hier alle? Ach so, das sind die Osttempel. Ich glaube, die setzen sich irgendwo da in den Sumpf. Auch irgendwie eine komische Lösung, um die loszuwerden. Was ich sagen wollte, ich glaube, diese Schwerter, die können auch gut sein. Die können irgendwelche Zusatzboni haben. Aber was mir gerade noch einfällt, hier ist noch ein Zweihandschwert. Hier ist noch ein Zweihandschwert. Und zwar oben in dieser Höhle. Verdammt, jetzt hast du mich doch erwischt. Du bist Vasili, einer von Romanovs Männern. Ja, verdammt. Du hast mich nicht gesehen, ja? Wieso? Romanov wird mir den Kopf abreißen, wenn er erfährt, dass du mich gesehen hast. Ich sollte mich unauffällig verhalten. Du solltest gar nicht merken, dass ich hier bin. Ja, das ist dir nicht gelungen. Was machst du hier draußen? Ich soll dich beobachten. Mein Boss will, dass alles glatt geht. Was soll das heißen? Er will, dass du den Kram für Patty erledigst, ohne dich dabei umzubringen. Was versprecht ihr euch davon, mich zu verfolgen? Du bist auf der Suche nach dem großen Schatz. Woher willst du das wissen? Jeder, der von Stahlbarts Schatz je gehört hat, weiß, dass Patty auf der Suche nach ihm ist. Und du bist oft genug mit Patty zusammen gesehen worden. Die Alte bleibt beim alten Friedhof am Westhang und du ziehst mit einer Schaufel über die Insel. Na, nur ein Idiot würde nicht sehen, was ihr beiden vorhabt. Na schön, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich habe befürchtet, dass das jetzt kommt. Ich muss zur Westküste. Leih mir deine Kampfkraft. Na gut, wenn's sein muss. Aber wenn du deine Suche dort beendet hast, bin ich wieder weg, klar? Komm mit. Von mir aus. Wäre eigentlich cool, wenn die auch ein bisschen mehr aussehen würden wie Piraten, ne? Wenn die hier
außerhalb der Stadt unterwegs wären. Los jetzt! Ja! Das Vieh ist erledigt. Oh, ein Geier kommt da hinten noch. Schön aus der Drehung. Wie sich das gehört. Es ist irgendwie voll düster, ne? Doch früh am Morgen. Irgendwie wirkt das so dunkel. Auch alle sterben. Ja. 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 Bei den Viechern darf man nicht lange fackeln. Der eine Vogel ist einfach runtergejagt. Viechern darf man nicht lange fackeln. Sagtest du bereits 400 Mal, Vasili. Bei den Fackeln darf man nicht lange viechern. Das wäre doch mal eine Abwechslung, wenn du das sagen würdest. Wurzel. Die können wir auch direkt essen. Könnte ich eigentlich verkaufen. Aber es tut mir immer noch im Herzen weh, dass ich die ganzen Truhen nicht plündere und mir keine permanenten Tränke gebraut habe. Scheiß jetzt hier. Oh, yeah. Oh. Ja, das Vieh ist Die plus 3 Ringe, die sind so schlecht, ne? Das hat sich gelohnt. Man, die plus 3 Ringe, die gibt's auch bei Gothic, aber trotzdem. Da mag ich die auch schon nicht. So, hier ist ja schon das Grab. Könnte Vasili auch noch weiter mitnehmen. Frage ist, ob ich das soll. Ach komm, brauche ich nicht. Nette Ausbeute. Machen's ohne Vasili. Hier ist was vergraben. Kann nicht immer einen Vasili an seiner Seite haben. Es muss auch ohne Vasili gehen.
Wie ich sehe, hast du gefunden, wonach du gesucht hast. Sehr gut. Dann sind wir unserem Schatz einen Riesenschritt näher gekommen. Was heißt hier unserem Schatz? Für mich ist noch nicht klar, wer sich den Schatz am Ende teilen wird, Freundchen. Ja, ja, du wirst schon die richtige Entscheidung treffen, glaub mir. Wie auch immer, mein Job hier ist ja wohl erledigt. Ich geh da mal. Wir sehen uns. Warum hatte dieser Baum gerade ein Loch? Interessant. So, hatten wir das schon? Ich glaube, das ist das, was wir gerade eingesammelt haben. Auf den Gräbern stehen nun Kreuze, die die Namen der Meuterer tragen. Nur das eine Grab trägt den Namen eines alten Säufers, den Korgan in Aschandor einmal ausgeraubt hatte. Ob er heute noch so stolz darauf wäre, ich werde es nie erfahren. Früh am Morgen sind die Skelette auch noch nicht aktiv hier. Das macht die auch ohne Hit. Ah, selbst die mache ich ohne Hit. So macht das doch Freude. So, gehe ich jetzt hier rein? Ich glaube, ich gehe jetzt hier rein. Oh shit. Da ist ja noch ein Dude. Den Speer? Oh ja! Weggeschnetzelt. Oh, dann haben wir noch einen untoten Burgherren. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Und der da hinten guckt sich das einfach alles an. Und sagt kein Wort. Ja, da sind noch einer. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Das müsste die Rezeptur von Stärketrank gewesen sein, ja. Hab ich oft genug benutzt in diesem Spiel. Daher weiß ich das noch. Ich glaube, ich gehe dann mal hier runter. Stehe schon wieder in der Luft. Und wieder. Man auch immer aufpassen, dass man nicht hängen bleibt. Das mit in der Luft stehen, das verstehe ich auch nicht. Warum das überhaupt vorkommt. Da liegt doch noch Jolt.
mir das. Brauche das. Dieser Strand sieht auch immer sehr cool aus, ne? Und wie gerne würde ich so eine Risen-Erweiterung haben, die Othello-Mod für Gothic 1, die das um neue Gebiete erweitert und ganz viele neue Waffen und Inhalte und hast du nicht gesehen? Das wäre echt cool. Oder sowas wie die Liver Edition. Aber ich glaube, sowas werden wir leider für Risen nie in der Form erleben. Ich meine, es gibt die Extended Edition. Da hast du zumindest ein paar neue Waffen und so ein Zeugs. Aber es ist alles noch sehr übersichtlich von den neuen Inhalten. Und trotzdem ist es cool, dass es zumindest sowas gibt, ne? So, dann hatte ich noch die Ilia-Wurzel. Ich schmeiße uns direkt rein. Dann haben wir jetzt auch 100 Stärke. Natürlich mit Amuletten und Ringen. Und ich glaube, ich kann sogar noch ein paar Eier und Äpfel essen. Ich weiß nicht, ob ich da schon die ganzen... Oh nein, ich hänge schon wieder. Da kann man auch nichts machen, ne? Das ist so ärgerlich. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Wahrscheinlich 100 Jahre nicht. Ja. Ich habe hier gespeichert. Das ist ja perfekt. Da habe ich mal mitgedacht. Wie oft hatte ich das schon bei Risen? Auch als ich irgendwelche Risen-Challenge-Runs gemacht habe oder so. Weißt du, und dann einfach gespielt, ne? Und gar nicht so drauf geachtet. Und dann passiert sowas, du musst laden und hast auf einmal irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde nicht gespeichert. Das ist dann immer sehr, naja, ärgerlich, um es nett auszudrücken. Einfach alles wegschnitzeln hier. Guck mal, obwohl ich keine permanenten Tränke gemacht habe und ja, okay, Diebstahl hat nicht direkt damit was zu tun, aber obwohl ich auf Alchemie verzichtet habe, bin ich so stark. Das liegt auch daran, dass hier die Waffen halt so krass hohe Werte haben. Ich glaube, normalerweise machen die nicht so viel Schaden. Das ist normalerweise, glaube ich, viel geringer. Ist auch interessant, dass sie das so gemacht haben. Frage ich mich so ein bisschen auch, warum. Bei den Geschicklichkeitswaffen, da macht es ja noch Sinn, dass die mehr Schaden machen, denke ich. Weil man hat dann keine Stärke vielleicht, wenn man auf Geschick geht und macht das Sinn. Aber die Nahkampfwaffen? Wie viel Schaden macht jetzt unser Schwert hier? 66. Ja, okay. Aber ich glaube, unser Anderzweiner, den wir davor hatten, der hat schon 85 gemacht. Ich habe das normale Balancing auch gerade nicht im Kopf. Das könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben. Was ihr da so im Kopf habt. Ja. Vielleicht ist das auch gar nicht so viel höher. Aber irgendwie vom Gefühl her mache ich... Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Vom Gefühl her mache ich halt sehr viel Schaden, ne? Obwohl wir erst in Kapitel 2 sind. Ja. Hätte man, also normalerweise bin ich ja kein Fan davon, nur irgendwelchen Gegnern mehr Lebenspunkte zu geben oder sowas, aber ich glaube, hier wäre das sogar gar nicht mal so verkehrt gewesen, so ein bisschen das alles zu erhöhen.
Naja. Dann wird's halt eben ein bisschen entspannter. Ist doch auch mal schön. So, Trank des Lebens. Den nehme ich doch gerne. Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich auch nicht. Da sind wir ja schon mal zwei Risenheld. Wie ist das Wetter nicht so schön hier gerade? Es ist so bewölkt, so grau. Fehlt hat. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich habe doch gar nicht das Schloss angeklickt. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich verstehe da einmal nichts von. Was du, alter Geier? Ja, komm. Ja, was denn? Noch eine Ogerwurzel. Ah, es gibt schon sehr viele Ogerwurzeln. Aber einen normalen Risen, da bringt die auch plus 5, wenn du die in einem permanenten Trank machst. Also da kannst du ja sowas von schnell so viel Stärke haben. Oder Geschicklichkeit. Oder Mana. So. Jetzt sind noch ein paar nette Skelette. Oh, ja. Undode Burg her. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So, haben wir jetzt alle. Na. Können wir dem Marvin auch Bescheid geben, da freut er sich. Brille schnappen wir uns gleich. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Schlösserknacken verstehe ich nichts. Leider. Eine Sache wollte ich ja noch ausprobieren. Wenn ich meinen Ring ausziehe. Diesen hier. Und keine Ahnung. Ziehen wir mal Stärkering an. Ja! Also ich, vom Gefühl her, ich weiß gar nicht, was sich von Stufe 9 auf 10 ändert. Also irgendwie, ja. Kein Plan. Oh. Oh. Oh, yeah. Ja. Also das ist natürlich jetzt sehr undurchsichtig mit den Stufen. Ich habe echt keine Ahnung, was sich da ändert. Bisschen langsamer geworden. Oh, ja. Mega. Ja. Mega. Ja. Ja. Oh, ja. Ja, ich glaube, ich bin so ein bisschen langsamer, ein bisschen behäbiger.
Vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Einbilden verstehe ich nichts. Ich muss auch sagen, diese Waffe, die würde auch eigentlich jetzt schon ausreichen, um das Spiel durchzuspielen. Wir haben ja auch schon gegen Aschebestien und was weiß ich nicht alles gekämpft, von daher. Es ist halt noch so 50-50, ob ich sterbe, aber ist ja nicht tragisch. Von daher. Der Armbrust macht aber echt gar keinen Schaden irgendwie. Ja, ich glaube, die Kombos sind ein bisschen lang. Sag mal. Ja. Das ist es, glaube ich. Ich täusche mich aber auch, aber ich habe das so ein bisschen im Gefühl, dass ich ein wenig behäbiger bin. Und das macht das Kampfsystem vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller jetzt nochmal. Darf ich mir nicht so viele Fehler erlauben? Ich würde gerne wissen, wie gut das Schwert ist, was hier oben ist. Die machen wir auch schon fast so mit. Und die Ratte hier runter. Was willst du jetzt hier, du Ratte? Oh shit, da ist er ja schon. Dieser. Shit. Komm, was machst du gegen den Spam, hä? Dachte ich mir. Aber irgendwie habe ich die Sachen nicht bekommen. Ach so einer. Hoho. Find's nur echt krass, wie viel die Attribute hier bei Risen dann auch doch ausmachen, auf den Schaden bezogen, ne? Weil so Zweihandwaffe, die macht ja 66 Schaden. So Armbrust, die macht schon 80, ne? 85 sogar. Aber weil wir so wenig Geschick haben, die halt fast gar keinen Schaden, hat man ja eben bei den Ghulen gesehen.
Aber die Kampfmusik läuft, weil da oben jetzt mich die Ghule schon erspäht haben. Mehr 120 Schaden. Ja. Aber ich kann jetzt keine. Ja. Ich kann jetzt keine Dings mehr machen. Meine aufgeladenen Schläge. Der ist es wahrscheinlich, der mich gesehen hat. Ja, da ist das andere Schwert schon besser, ne? Ohne aufgeladene Schläge ist es halt ein bisschen schwieriger. So könnte man sich überlegen, ob man das mit Absicht dann benutzt, dieses hier. Das macht ja fast den doppelten Schaden, ne? Das Schwert sieht auch gut aus. Finde ich. Ich weiß gar nicht, 120 Schaden? Hat so viel nicht die... Das hat sich gelohnt. Die beste Waffe im Spiel sonst gemacht? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Bin mir gerade nicht sicher. Ist auf jeden Fall krass. Ah, ich kann ja immer das Schwert wechseln, ne? Alternativ könnte ich mir auch noch das andere Edelschwert besorgen. Und damit Schwert-Schild kämpfen. Aber das edle Schwert, das hat ja auch 100 Schaden gemacht. Könnte ich auch tragen. Ist halt dann kurz, aber dann kann ich Schwert-Schild nehmen. Wäre vielleicht auch eine Option. Vielleicht mache ich das. Was trage ich eigentlich gerade? Achso, ich trage gar nicht den Schwertkampfring. Aber dann kann ich das Ding auch nicht tragen, ne? So kann ich meine Waffe nicht mehr tragen. Tja.
Ich weiß, wo noch ein edles Schwert ist. Wir hatten ja schon eins, aber wir haben es verkauft. Aber es gibt noch eins. Wir sind ja hier sowieso jetzt fertig. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt einmal zur Vulkanfestung. Und von dort aus können wir dann auch nochmal zu Rufus. Achso, können wir eigentlich mit dir schon reden? Eldrick wurde von Echsen gefangen. Echsen? Was für Echsen? Echsenmenschen mit Schwertern und Rüstungen. Mir ist egal, wer sich mir in den Weg stellt. Weißt du noch mehr über sie? Eldrick sagt, dass die Echsen einst über die ganze Welt herrschten. Das ist es also. Sei es, wie es will. Jetzt herrschen wir über diese Welt. Und was immer diese Bastarde auch vorhaben, ich werde es vereiteln. Klare Worte. Ich glaube, in Kapitel 3 kann man so ein Rundschild kaufen. Rundschild mit so einem normalen kurzen Schwert. Gepaart dann mit dieser Kommandantenrüstung. Ich glaube, das wäre ganz nice. Ich habe hier das Herz einer Moorleiche. Sehr gut. Der Preis für deine Ausbildung ist gerade gesunken. Habe ich immer noch keinen kleinen Saphir? Oder was braucht er? Habe ich immer noch nicht. Kann ich ihn vielleicht irgendwo kaufen? Zeig mir deine Ware. Irgendwas Interessantes? Nee. Ich glaube, interessanter wird's erste Kapitel 3. So, wir müssen ja auch noch... Wir müssen ja auch noch da hinten... die Echsen töten. Vor allem gerade, wenn man nicht die aufgeladenen Schläge hat, ne? Dann ist das echt tricky mit den Echsen. Tja! Ah! Würde ihn unbedingt parieren. Warum war ich eigentlich nur einer? Nichts zu holen. So, hier müssen wir auch noch runter. Steht wieder in der Luft. Perfekt. Ja, läuft. Ist das ein FPS-Bug oder so? Hier ist was vergraben. Packt euch wieder. Er packt euch. Er hat euch. Ihr könnt nichts tun. So. Ich vergrub 6 Schatztruhen in den Gräbern, aber nur ein Grab enthält mein wertvolles Hab und Gut. Fergold war der schwerste von ihnen. Der Kerl wog so viel wie 2 ausgewachsene Wildschweine. Für die Truhe war da kaum noch Platz. Das ist halt auch so eine simple Lösung, hier dieses Ding hinzustellen, so ohne Erklärung. Man muss sich das dann zusammenreiben. Warum? Warum war das hier? Ich
jemals das Wildschwein hier hinten getötet? Oh nee, nicht schon wieder der Bug. Aber das Gute ist, ich hänge jetzt in der Luft. Hier ist es sogar mal nützlich. Aber ich glaube, das hat irgendwas mit den FPS zu tun oder so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Klärt mich auf. Wir sind doch auch... Ah, Bude. Knapp. Knappes Ding. Ja, beruhigen wir uns alle wieder, ja? Schwache Wunden heilen und noch eine Ogerwurzel. Wie viele Ogerwurzel man findet. Ich glaube, es gibt halt 20 von den Heldenkronen im Spiel. Also kannst du dir 20 permanente Boni machen. Aber es gibt halt viel mehr Ogerwurzeln, ich glaube. Und natürlich auch Druidenkappen. Nee, wissen die? Wissen die Druidenkappen? Warum bringen Druidenkappen eigentlich Geschicklichkeit? Naja, ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal hier lang. Weil da kann ich mir noch dieses edle Schwert holen. Und Gnome holen. Das Schwert ist weg. Dieser Wolf angeschlichen kommt da hin. Jetzt lass es doch mal sein, kleiner. Tu nicht gut. Jetzt eigentlich mal eine Idee von eben aussprechen. Was interessant wäre, wäre... Was macht dieser Wolf da? Wenn man quasi so use what you see oder use what you get machen würde. Also immer die Waffe anziehen, die man dann findet. Das wäre was für ein Stream. Man dann auch immer darauf achtet nach dem Kampf, dann muss man mit der Sichel weiterkämpfen beispielsweise. Wenn ein Gnom jetzt eine Sichel dabei hat oder so. Irgendwann machen wir das vielleicht. Bis dann findest du irgendeinen Amulettenring, musst du den alten wegschmeißen oder verkaufen. Du musst dann immer das tragen, was du findest. Du darfst nicht selber herstellen. Ja. Immer nur das nehmen, was du bekommst. Aber ich glaube, da wird man sehr lange im Late Game halt mit Echsenschwertern rumlaufen. Was sind das überhaupt für Waffen? Auch ein Zweihandschwert.
bleibst du wohl stehen? Oh, ja, ja. 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 Unerhört, diese kleinen Gnomis. Eine unerhört schöne Aussicht. Sind Wichtelkappen. Droidenkappen. Wichtelkappen. Und so geil, wie ich die einfach wegtanken kann mittlerweile. Natürlich trotzdem ein bisschen drauf achten, aber wie viele hier auch sind. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Können wir wieder einiges verkaufen. Das hat sich gelohnt. Sagt er zwar immer, aber eigentlich irgendwie nicht, weil ich mache damit gar nichts. Ich habe mal auch eine schöne Aussicht auf diesen dicken Schild. Und die meisten vermuten, dass dieser Schild zu dem... Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Also zu den Füßen gehört, die oben stehen. Also dass da diese riesige Statue mal diesen Schild getragen hat. Wir haben nur noch ein Dings. Heilung und da ist auch das edle Schwert. 100 Schaden, ne? Ist natürlich kurz, aber wir können es mit diesem Schild paaren. Muss aber sagen, ich finde die Optik von diesem Schild nicht ganz so schön. Ist zwar was Besonderes, aber es trifft nicht ganz meinen Geschmack. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber für mich ist das so. Naja, ich glaube, ich muss jetzt springen, oder? Ich bleibe ja wahrscheinlich sowieso in der Luft hängen wieder. Daher schauen wir mal, was wird. Ja, easy. Ja, oder auch nicht. Shit. Schade, dass man nicht wie bei Gothic 3 aus der Rutschanimation so wegspringen kann. Das ist das Geilste bei Gothic 3.
wird aber hier. Nee, bleib ich auch schon wieder hängen. So nervig. Aber ich muss da irgendwie runter. Ich habe so das Gefühl, dass wenn ich einfach runterspringe, dass ich dann natürlich sterbe. Ja, eigentlich hier. Ich könnte mich wegteleportieren, ne? Probier's einmal so. Dann machen wir es auf diese komische Methode. Das ist kein Cheaten. Der Held macht das von selber. Ich kann dafür gar nichts. Ihr seht doch, dass ich vernünftig spiele. Mehr ist nicht zu holen. Wäre eigentlich auch cool, wenn hier noch irgendwas nachspawnen würde oder weiß ich nicht. Jemand auch noch so einen unterirdischen Tempel jetzt finden würde. Im Nachhinein so ein Gang wäre noch offengelegt. Irgendwie sowas. Die Sache ist, die Welt von Risen, die ist halt so geil und ich will noch mehr erkunden, was Neues erkunden. Es gibt eine so eine Erweiterung mit so einem neuen Gebiet, aber das ist halt absolut unfertig. Das habe ich mal testweise installiert. Da gibt es aber, glaube ich, auch sowas wie Skelettbogenschützen und so. Ich meine, das heißt auch Land of the Undead. Aber es ist halt unfertig. Das gibt es auf Nexus Mods. Geile ist jetzt bei dem kleinen Schwert, das ist übel schnell. Ja! Hä? Tja! Eigentlich merke ich gar keinen Unterschied. Kann ich jetzt meinen Dings ausziehen? Ja, kann ich. Das heißt, ich kann den Schwertkampfring wieder anziehen. Ja! 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 Ja. Da ist der Unterschied. Ja. Wie cool, dass das jetzt so viel Schaden macht. Und auch diesen Rundschild tragen. Einfach aus Style-Gründen. Ich muss nämlich sagen, dieser Holzschild gefällt mir optisch besser. Ich glaube, in Kapitel 3 habe ich vorhin schon erwähnt. Da gibt es einen größeren Rundschild. Der ist zwar jetzt auch nicht so krass geil, aber irgendwie... Ja. Sieht der besser aus als das Ding hier. Sind wir gut heute rumgekommen auf der Insel. Sehr viele Gebiete noch erkundet, die wir vorher noch gar nicht erkundet haben. Es gibt ja so Folgen, die vergehen wie im Flug, ne? Diese Folge ist so eine Folge, gefühlt die Stunde einfach sehr lange für mich dauert. Also ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach so, ich denke mir so, oh krass, die Folge, die haben wir heute viel gemacht, irgendwie viel rumgelaufen. Und bei manchen Folgen denke ich mir so, hä, schon vorbei? Habe ich nichts geschafft. Diese Folge fühlt sich einfach lang an. Aber selber spielen und gucken ist ja auch immer dann nochmal was anderes.
Fehlt natürlich jetzt die Reichweite, ne? Ganz allein hier draußen. Papa kann dir hier nicht mehr helfen. Oh shit, da ist noch einer. Hat er mich erwischt? So, jetzt sind hier auch die Panzerschrecken. Ja, ja. Ja. Kann die so wegspammen, ne? Ja. Ja. Du kannst nichts tun. Der Spam ist zu mächtig. Zu mächtig war der Spam. Da ist ja noch einer. Ja. Ja. Ohoho. Ja. Ja. Nein. Ja. Da hinten kommt noch ein Ulf. Wollte ich doch noch diesen Rufus und so Bescheid sagen, ne? Südostküste, südwestliche Ruine. Nordosttempel. Was ist die südwestliche Ruine? Das ist, glaube ich, da, wo wir gerade waren, ne? Ja. Was ist der Nordosttempel? Ah, das ist hier bei Eldrick. Wir müssten doch auch eine haben von Ort-Tempel. Ja, hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin. Kann ich nochmal zu Severin gehen. Rudolf, geht's gut? Er hat beide Hände voll zu tun bei der kleinen Ruine im Westen. Ah, sehr gut. Er lebt also noch. Das ist beruhigend. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Hier, nimm diesen Zauber als Dank von mir für diese gute Nachricht. Du hast Glück. Ich habe deine Kristallscheibe gefunden. Was? Wie denn? Wo denn? Du hattest recht. Die Gnome hatten tatsächlich einen Anführer. Du meinst, den Gürger gibt es wirklich? Gab es. Er ist tot. Ich habe eure gestohlene Kristallscheibe tatsächlich bei ihm gefunden. Unglaublich. Ja, du kannst dich jetzt wieder entspannen. Danke, Mann. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was der Inquisitor mit mir angestellt hätte, wäre die Scheibe nicht wieder aufgetaucht. Du hast meinen Arsch gerettet. Hier, nimm dies zum Dank, mein Freund. Möge die heilige Flamme über dich wachen. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Das war's mit der Folge von Riesel. Die Stunde ist jetzt vorbei. Doch morgen, das könnt ihr wissen, ist die nächste Episode.